Ja, Mensch, hi Ingo, hier, Buchholz, Propagandaschütze der Reserve. Ja, Mensch, Ingo, ja, du, alles Roger in Kambodscha? Horrido, was kostet die Welt? Ja? Mensch, 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 das ist ja mega sau ärgerlich da, dass ihr da abgeleaktet wurdet, ne? Pretty hot mess, würde ich sagen, ne? Ugly, aber Schwamm drüber, die Welt geht ja nicht unter, ne? Hacken zusammenschlagen, Eier einklemmen und weiterschießen. So wird's gemacht. Gut. Du, ich schick dir mal jetzt den Lageplan von der Kanalisation im Kreml. Ist jetzt fairly easy eigentlich. Und wir setzen da mal modernere Technik ein als jetzt dieses olle Webex. Guck mal, hier Meldehund schicke ich jetzt los. Der ist garantiert abhörsicher, weil der hört nämlich auf gar nichts. Hier, Blondie, hier, nimm mal die Pläne. So, aber nicht aufessen, ne? Weißt ja. Hier, komm. Zisch ab. Na ja, nimm. Ja, Ingo muss jetzt, Entschuldigung, ich muss den Hund noch mal hochfahren hier. Immer diese neuen Systeme. Ja, nimm jetzt. Naja, er ist noch nicht ganz so weit. Ist noch nicht ganz so weit, aber ist definitiv, ist ja auch noch, ist ja quasi auch Sprungtechnologie, ne? Also brandheiße Innovationen, die wir hier jetzt wieder einführen. Ja, würde ich mal sagen, wir sehen uns das nächste Mal auf dem Minecraft-Server oder wann hören wir uns? Ja, finde ich gut. Also dann, ciao Kakao, ne? Nein, übertrieben habe ich nicht. Liebe Leute, herzlich willkommen in der finalen Staffel von Deutschland, ein atomares Wintermärchen für die Freunde von Heinrich Heine. Während Meldehund Blondie hier jetzt also die NATO-Pläne verdrückt, mache ich mich mal kurz scharf. So, Frisur sitzt hoffentlich, ne? T-Shirt-Check. Heute mal amerikanisch für die lieben Freunde von Victoria Nuland. Und ja, da ist man mal eine Woche weg. Es passieren wir die tollsten Dinge, ja, aber es muss weitergehen. Und ab und zu braucht man eine kleine Informationshilfe. Ihr kennt das ja von diesen Postern hier, Freedom oder irgend so ein kerniger Spruch, weil ihr euch von den Sandmenschen nicht eure Ölquellen wegnehmen lassen sollt oder so ähnlich. Ja, aber die Art von Motivation meine ich eigentlich gar nicht, sondern eher sowas hier, ne? Aufgeben ist keine Option. Spott und Hohn, da müsste eigentlich Hass und Hetze stehen, unterhalb der Strafbarkeitsgrenze verbreiten sich nicht von selbst. So nämlich, ja. In diesem Sinne, tut euren Anteil, liked und teilt das Video, lasst einen Algorithmus-Kommentar da. Nur so können wir es gemeinsam schaffen. Lebe so, als hätte die Annetta Kahane-Stiftung was dagegen. So. Alright, weiter geht's, ne? Na, hat geschmeckt der Leak? Ja, hat er geschmeckt, der Mundi. So, der Leak, der Leak. Ja, Mensch, ey. Die deutschen Medien kriegen sich ja gar nicht mehr ein. Hier, dazu kommen wir auch noch, ne? Aber später, später. Ihr könnt schon. Ja, blöd, da wird einem schon schlecht. Also, der ZDF, das ZDF, die Interkontinentalrakete des Journalismus, weiß mal wieder alles. Hier, hört rein. Margarita Simonyan hat gerade die Taurus-Gespräche geleakt, um der Bundeswehr und dem Kanzler zu schaden. Vor 2 Jahren bereits ehrte Putin sie für ihren Einsatz von Information als Waffe. Die Chefredakteurin von Russia Today ist Putins Lautsprecher im hybriden Krieg. Das Ziel sei, so Simonyan, mit Guerilla-Aktionen die öffentliche Meinung im Westen zu beeinflussen und den Menschen dort die Wahrheit zu bringen. Oh shit. Naja, gut, also ich bin ja jetzt nicht bei RT, aber die Wahrheit ist halt nun mal draußen in diesem Leak und ist ja auch nichts falsch, was darin gesagt wurde, aber das ist jetzt auch wieder russische Desinformation. Ja? Also der Russe kann lügen, dann lügt er. Er kann die Wahrheit sagen, dann lügt er auch. Und wenn er gar nichts sagt, dann hat er auch schon wieder irgendwas in petto. Ja, aber ist auch egal. So, Wahrheit ist eine Waffe. Und ja, rechtzeitig gerettet vor dem hungrigen Mäulchen. Wahrheit ist eine Waffe, aber natürlich auch nur dann, wenn überall Unwahrheiten stehen. Das ist doch so. Ne? Der liebe Ingo weiß das mittlerweile. Wir sind ja per Du nach diesem Telefonat, kann man ja wohl sagen. Ja, er hat natürlich recht. Wir wollen den Ukros jetzt auch nicht alle Taurus überlassen. Wir geben denen so ein paar, die spielen damit ein bisschen rum, können die Russen ärgern, aber jetzt keinen riesen Aufschlag machen. Ne? Dann ist auch Ende Gelände, wie er schön sagte, weil damit kannst du ja auch ganz doll schlimme Dinge anrichten. Also ich rede jetzt nicht mal vom Kreml, aber guck mal hier, die Russen haben schon wieder ein Schiff weniger. Ja? Ivan, wie ist das? Ivan Klopov, Ivan Rebrov,
Ja, so wird aus der Schwarzmeerflotte ganz schnell eine Schwarz-Weniger-Flotte. Kleiner Spaß am Rande. Ist aber ein teurer Spaß. Ja, und wie konnte das jetzt eigentlich passieren? Blondie, weißt du das? Blonde weiß es nicht, aber Kiesewetter weiß es. Hier. Es verdichten sich leider Hinweise, dass offensichtlich ein russischer Teilnehmer sich in die Webex eingewählt hat und dass offensichtlich nicht auffiel, dass dort eine weitere Zuwahlnummer war. Ja, so kann es gehen, ne? Der russische Gopnik mit seinem billigen Ukitel hat sich da einfach eingewählt. Auweia! Dabei dachte ich, die Russen hätten nur noch Waschmaschinen, Platinen und Schaufeln übrig. Scheiße! Dabei war doch hier Deutschlands schärfste Schützin, sage ich jetzt, das zitiere ich jetzt, das ist nicht meine Meinung, ja? Anastasia Biefang, verantwortlich für die Cybersicherheit der Bundeswehr. Wie konnte das passieren, wo doch in diesem Fall eindeutig nach Kompetenz besetzt wurde? Ich bin auch ein sehr kompetenter Mann, stelle ich gerade fest. Es bleibt ein Rätsel, aber Abhilfe ist natürlich schon unterwegs. Der andere Trümmertrans hat sich der Sicherheit, Entschuldigung, das soll ich nicht, das nehme ich zurück, hat sich jetzt der Sicherheit angenommen. Phaser zu Abhöraffäre haben Schutz gegen Spionage hochgefahren. Ab jetzt beantwortet Nancy Faeser jeden Einhackversuch persönlich mit einem Videocall, ja? Wenn das mal keine wirkungsvolle Abschreckung ist, meine lieben Damen und Herren. Ich bin's, Nancy. Ja, bei der Bundeswehr ist man da noch etwas hinterher, aber man gibt sich Mühe. Das Statement von Pistorius zum Taurus-Leak konnte ja abgerufen werden auf dem Server der Bundeswehr. Bitte Bild, ja? Man sieht's da unten links in Gelb. Passwort lautet 1234. Meine Güte, nicht erschrecken. 1234 ist ja schon mal ein Anfang. Mein Tipp an die Chefin der Cyberabwehr, gutes Passwort ist wie gendern, würde ich mal sagen. Mal ein Punkt, mal ein Sternchen oder ein Unterstrich. Groß-Kleinschreibung auch nicht vergessen. Und ja, und dann hat man schon ganz schnell ein sicheres Passwort. Das ist ganz einfach. Und dann wird der Russe mächtig anfangen zu schwitzen. Das sage ich euch aber. Nein, übertrieben habe ich nicht. So, Forza, fertig, runtergeladen. Ich verabschiede mich hier einfach mal. Wir machen wieder alles innovativ, total geil. Aus dem ersten Konzept, aus dem ersten Teil der Propagandasause, gleich geht es weiter. Meiner Information nach unverzüglich, sofort. Was denn? Der NATO-Plan geschmeckt? Ja, und im zweiten Teil geht es um Victoria Nuland, glaube ich, auch andere tolle Sachen. Ich weiß nicht, ich kenne meine eigenen Texte ja nicht. Die werden immer geschrieben für mich. Bis gleich. Und mich haben aber auch viele Kommentare erreicht. Auch im Urlaub, die habe ich mir dann auch noch durchgelesen. Hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Ich danke euch von ganzem Herzen für dieses tolle, ja, also für die ganze Liebe, die mir entgegenschlägt. Aber es gab auch kritische Kommentare. Wollen wir gar nicht verheimlichen, von Thorsten zum Beispiel. Wer sich heute noch Urlaub leisten kann, der braucht nicht zu jammern. Worauf ja für unsere Kommentarspaltenverhältnisse gleich ein Shitstorm losbrach. Stinktierchen hakte sofort ein. Die zwei müssen bei Infrarot wirklich nicht viel arbeiten. Das muss man feststellen. Guter Arbeitgeber. Stinktierchen, das Ganze ist weniger Arbeit als Leiden. Ja, muss man jetzt auch mal so verstehen. Die ganze Kacke muss ja schließlich einer ertragen. Worauf Thorsten klargestellt hat, ja, alles gut, hier kein Beef. Kein Beef bei Beefang. Ne? Also, sehe ich auch so, ja. Also, ne? Und dann hat aber Mitch Buchanan, sehr witziger Name, klargestellt, Urlaub auf Balkonien, Smiley, kannst du dir eigentlich immer leisten. Ja, apropos, einen habe ich noch, Kiesewetter, der alte Wüstenfuchs schon wieder. Als reichstes Land Europas müssen dazu in der Lage sein, auch aus dem laufenden Aufkommen Priorisierungen zu machen. Das muss der Bevölkerung erklärt werden. Und dann ist der individuelle Wohlstand vielleicht für einige Jahre etwas eingeschränkt. Und man hat eben nicht mehr zweimal Urlaub im Jahr, sondern vielleicht nur einmal etwas ausgedehnter. Also hier sind auch die Bürgerinnen und Bürger gefragt, ihren Beitrag zu leisten. Alles klar, Roderich, ich mache mit, statt fünfmal im Urlaub gehe ich nur, ich muss mich mal gerade nachziehen, wie viel Urlaub ich mache. Gehe ich nur noch viermal in Urlaub? Ja, alles klar. Aber wir alle müssen den Gürtel enger schnallen, ihr lieben kleinen Zahlschweinchen. Zahlen. Ja, bald auch ihr kleinen Frontschweinchen. Sterben. So, egal. So, jetzt aber out.